Es ist Weihnachten. Und was ist das Wichtigste an Weihnachten, Daniel? Geld und Geschenke. Nee, wir müssen noch einen Baum kaufen. Und deswegen sind wir auch heute hier beim großen Christbaumverkauf. Die ist ein bisschen kleiner. Das ist ja eher so der Martin unter den Christbäumen. Ist gar nichts drin? Jetzt? Komm mal. Da schon. Die sind runtergesetzt. Kriegen wir billiger. Da muss man auch nicht so lange dekorieren. Geht oder nicht? Von dem besser, was sagst du? Was sagst du? Kameramann. Also wir haben uns entschieden, jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für den Baum. Schön grob der Mann. So, Baum haben wir gekauft. Das heißt, wir schalten in unser Weihnachtsstudio. Bis gleich. Danke, Michi. Und während die beiden beim Einkaufen sind, warten im Studio der Fritz und ich. Hallo Martin, ist ja endlich ankommen. Und wir haben einiges vorbereitet in unserem großen GameCube-Weihnachtsspecial. Zum Beispiel dieses wunderschöne Studio, das wir vorbereitet haben, aber nicht nur dieses Studio. Wie schön, dass man hinten wärmt. Ja, unglaublich. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Tannenzapfen, nicht, dass die uns nachher abbrennen. Aber wir haben natürlich nicht nur solche schöne Sachen dabei, wir haben auch, wie es sich für einen Spielekanal gehört, Spiele dabei, jede Menge. Wir werden gleich mit einem anfangen, wo wir die totalen Experten für sind. Und wir haben jede Menge Weihnachtsbeiträge, alles, was man so macht, während man sich auf Weihnachten freut oder auf, sagen wir mal, auf die Geschenke wartet. Denn das wollen wir ja heute mit euch machen. Wir wollen mit euch aufs Christkind warten. Und das heißt natürlich auf die Geschenke. Denn scheiß aufs Christkind, man will das Geld oder man will die PlayStation, man will die Xbox oder die Klamotten. Die brauchst du auch. Schnauze. Die hast du aber schick gemacht. Ich bin begeistert, Christian. Ja, du auch. Aber ist ja auch. Ich habe dich ein bisschen Tarnkleidung, weil zu Weihnachten mit einem roten Hemd. Ich glaube, nachher im Video sieht man mich auch nicht. Man sieht so einen schwebenden Kopf vor diesem Sessel hier. Das ist super. Alles bestens vorbereitet. Wir haben auch schon den Eierpunsch hier, aber damit werden wir warten, bis Daniel und Martin. Wie heißen die nochmal? So, wie heißen die beiden? Diese Typen? Bis die wieder da sind. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich das erste Spiel schon mal in Pedo. Es passt schon perfekt zu uns beiden. Ja. Es ist ein Simulator und natürlich nicht irgendein Simulator. Es ist der. Gott, wie heißt denn das Ding? Train Simulator irgendwas. Du spielst da mit der Maus auf dieser Decke, das geht. Mit der Maus auf der Decke, pass mal auf, wie das heißt hier. Das ist nicht nur irgendein Train Simulator, sondern das ist der Weihnachts-Train Simulator. Da hinten ist schon der Weihnachtsbaum. Das ist eine Modelleisenbahn. Das ist eine Modelleisenbahn. Schau mal, da ist der Kamin. Die haben auch einen Kamin. Unser Feuer ist aber viel schöner. Hatte die auch früher so ein Modelleisenbahn, die ja nur einmal im Jahr rausgeholt wurde, wie das so ganz klassisch ist, immer im Keller. Ja, immer zu Weihnachten. Und die ja der Papa so rausgeholt hat, ein paar Tage vorher, man hat sich schon wahnsinnig drauf gefreut. Und klar. Das Jahr ist verstaubt. Immer zu Weihnachten. Ich fahre schon mal los. Weil Moment, ich muss da Licht anmachen. Nee, warte mal, ist da Licht an? Doch, du hast jetzt schon mal im Gegensatz zu den sonstigen Simulatoren, hast du heimlich geübt. Oder? Du ich habe schon mal probiert, wie das so grob geht, ob das, was da überhaupt so drin ist, ob da irgendwas funktioniert. Schau mal, es wirft sogar so einen coolen Schatten. Ich habe dafür Weihnachten geübt schon zu Hause. Nein! Was? Ja, toll hast du geübt. Was ist das? Bisschen. Das ist aber früher auch mal passiert. Das ist immer aus der Spur gesprungen. Und man wusste auch nicht warum. Und hat man mal voll den Anschluss gekriegt vom Papa. Aber ich bin überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht so schnell gefahren. Was soll denn das? Ja. Was ist das für ein scheiß Geschenk? Was bringst du mir da mit? Das ist überhaupt kein Geschenk. Das natürlich, ist halt, das du mir mitgebracht. Das ist nur sehr furchtbar. Moment, was muss ich machen? Hier klicken. Nee, das machen wir gleich nochmal. So erneut spielen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist übrigens der Pacific Surfliner. Ich weiß nicht, warum der so heißt. Eigentlich müsste der Train Simulator heißen. Das gab es jetzt hier kurz vor Weihnachten auf Steam für gar nicht viel Geld. Und das ist wie so eine Art kleiner Weihnachtswerbe-Gag für diese Serie. Ich find das total nett. Hallo, so ein kleines Wohnzimmer, Weihnachtswohnzimmer gebaut und man kann ein bisschen Bahn rumfahren. So ein bisschen Ähnlichkeit es gibt sogar ein bisschen Missionen. Ja, stimmt. Wir haben hier auch Geschenke. Da ist auch überall was drin. Nicht so wackeln. Die fallen um. Das sind tragende Geschenke. Da steht auch der Fernseher drauf.
Ja, du spielst Spiels. Moment. Also was kann man denn, was basiert auf welchem Spiel? Also die Pacific Train Simulator, wie heißt der? Irgendwie Train Simulator. Gibt ja da mehrere, aber ich kenne mich da nicht so aus. Vorbereitet. Ja, ich habe mich aufs Weihnachtsfest gefreut. Nicht hier auf Zug fahren. So, Moment. Ich kann mal um. Warte, du darfst nur 40 fahren, da steht's auch. Ja, kein Wunder, dass du aus der Kurve gekommen bist. Wo steht denn der? Ich schalte mal kurz die Weiche um. Oh, letzte Sekunde. Ja, sehr gut. Wahnsinn, oder? Ich bin stolz auf dich. Ich bin auch ein bisschen begeistert. Zu Recht. Im Fernsehen läuft. Von dir selbst, oder? Wie früher zu Weihnachten. Ich bin immer begeistert von mir selbst. Wie früher im Fernsehen läuft da gar nichts. Heutzutage ist ja Fernsehprogramm zu Weihnachten viel besser. Jahrtausend. Das ist ja uralt, der Fernseher. Da läuft ja immer Stirb langsam. Was guckst denn du mal zu Weihnachten? Ich zu Weihnachten? So, ich bin überhaupt nicht so ein klassischer. Nee. Ich habe jetzt nicht diesen klassischen Weihnachtsfilm, wie das viele haben. Ich kenne auch diese ganzen alten Weihnachtsfilme überhaupt nicht. Die drei Aschenbrödel für ja, Aschenbrösel. So ein Schwachsinn halt. Nee, passt du doch mal nein, ah, einmal weg. Einmal zu dir geguckt und schon entgleisen wir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Gesichtszüge habe ich sonst. Furchtbar. Teddy ist auch schon total desillusioniert. Guck mal, seine Teddy-Freundin da oben auf dem. Aber weißt du, dass das ein Mädchen ist? Ja, Martin, man muss sich halt also auch ein bisschen auskennen. Also Christian erkennt immer sofort bei Kuscheltieren auch, was Männlein und Weiblein ist. Er kennt sich da aus. Pass mal auf. Das machen wir mal anders. Wir bauen uns jetzt mal. Da gibt es schon noch eine zweite Lok drin. Du kriegst ja nicht mal die erste unter Kontrolle. Was willst du mit der zweiten Lok? Das ist euch eine, die nicht entgleist. Also verschiedene, mit verschiedenen Waggons und Anhängern. Und als Strecke nehmen wir jetzt hier diese Holiday. Genau, The Holiday Express. So heißt das blöde Ding. Und von wo fahren wir denn? Wir fahren vom Fireplace zum Piano. Vielleicht ist bis dahin dann auch. Kann man wie bei Stunts auch selber so eine Strecke bauen, so mit Loopings und also es gibt jede Menge Mods zu diesem, also zu dem normalen Hauptspiel. Das ist ja hier, wie gesagt, nur so ein kleines Mini-Ding. Ach, schau mal da. Richtig mit Dampf. Das ist der Richie. Das sieht Richie überhaupt nicht so aus, jetzt die das Zimmer. Ja, das hält draußen. Aber da draußen ist irgendwie Schnee. Warte, ich mach mal Licht an. So. Schau mal, aber da hinten ist der Weihnachtsbaum. Auf so eine Modelleisenbahn wäre ich schon stolz gewesen. Die sieht schon aus. Moment, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Ob das mit dem Richie Rails irgendwas mit dem. Ist das Kind nicht auch irgendwie Richie in diesem Weihnachtsfilm? Richie Rich? Ich meinte eigentlich diesen anderen Weihnachtsfilm, aber ich glaube, der heißt ja Kevin, weil der Film heißt Kevin allein zu Hause. Das könnte ein Hinweis sein. Ja. So ein Quatsch. Moment, sind wir jetzt in eine Sackgasse gefahren? Nee, ich weiß gar nicht. Jetzt mit der Sendung, meinst du? Das sowieso. Nee, wir sind ja dieses Jahr, um das mal Revue passieren zu lassen, wir haben ja simulationsmäßig ganz schön geschlampt dieses Jahr. Also ich glaube, im letzten Jahr haben wir wesentlich mehr. So ich kann das gar nicht mehr zuordnen mit den Simulationen, also Jahren doch, und so. Das dieses Jahr war nicht ein einziger viel. Brei, ein Gamescube-Brei. Ja, so kommt es den Leuten draußen auch vor. Zu Recht. Ja, wir haben uns halt einfach gemacht. Wie immer wir waren wahnsinnig in der U-Bahn unterwegs, in London, mit der U-Bahn. Ja. Also auch im Simulator, nicht nur du in echt. Das stimmt. Das war es schon fast. So viel ja, wir haben schon ein paar gemacht, aber stimmt, dieses Jahr. Jetzt haben wir noch die Verbindung verloren. Ja, nee, aber stimmt, zu den Zuschauern. Nein, aber das haben wir wirklich da dieses Jahr nicht so viel gemacht. Aber jetzt das Weihnachtsspecial macht ja alles wett. Also irgendwie jetzt, wie lange geht das? 2 Stunden oder so werden wir jetzt hier großartig mit den Zuschauern aufs Christkind warten. Und auf Daniel und Michi, die hoffentlich auch bald kommen. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht. Kommen die eigentlich auch mit, kommen die auch mit so einer Bahn angeeiert irgendwie? Ich weiß nicht, wo die bleiben. Warte, ich höre sie aber schon. Moment. Jetzt nicht, du nahst, das ist alles voll. Jetzt pass mal auf hier. Grüß euch. Ah, moin. Ah, hallo. Der Weihnachtsbaum. Entgleislich. Ja. Michi hat wieder nur Dreck gemacht auf dem Weg. Ah, nicht die Nadeln, Vorsicht. Was denn? Tu nicht rum. Ganzen Hände schon voller Harz. Wie, jetzt klingst du dich hier aus, oder was? Und ich mach den Scheiß allein. Ja, Michi muss ja mitmoderieren oder gib so. Gib mal, ich halt den Baum. Man sieht auch, wenn wir zu zweit sitzen, dass das nichts wird. Ja, mach halt du mal los den Baum. habt ihr uns einen schönen Baum mitgebracht? Nee. Ja, super. Ist aber ganz schön klein. Billigen haben wir mitgebracht. Also klein und billig. Ja, wie Martin. Aber dann gibt es ja bald den Eierpunsch, wenn ihr jetzt da seid. Ja, schenkt ich glaube, diese Sendung braucht eine massiv mehr Alkohol. War sehr anstrengend jetzt hier im Martin, mach das doch mal. Ich habe gehofft, dass der verdumpft ist. Verdumpft. Ich wollte verdampft und verdunstet gleichzeitig sagen. Verdumpft sind wir auch schon ganz schön. Oh nein, das ist total ein Adlorama. Den hat Daniel gemacht, oder? Den Eierpunsch? Den Baum. Den habe ich gemacht nach einem sehr beliebten Rezept bei chefkoch.de. Aber es ist ein sehr schlechtes Rezept. Oh, stinkt das. Wieso?
Warum stinkt denn das? Wie viel Alkohol ist denn da drin? Viel. Also es riecht nicht lecker. Ich vertrage ja immer nicht so viel. Damit man nicht so viel davon schmeckt. So, ich gebe jetzt jedem hier eine Portion. Das habt ihr euch verdient. War es denn kalt draußen? Sehr kalt. So. Heute am 24.12. Ja. Schneit es gerade, oder? Ja, sehr. Fürchterlich. Das ist aber auch ein ganz toller Baumverkauf, weil da kriegt man nicht nur einen Baum, sondern da wird man auch direkt festlich angezogen und verkabelt. Warum hast du mich denn wieder umgezogen? Nimm mal hier das Netz. Das ist übrigens die Quizfrage an unsere Zuschauer. Wann haben wir diese Folge aufgenommen? Ich sag's mal so, oder in welcher ungefähren Zeitspanne? Oh, was? Unser fantastisches Set hier gibt einen Hinweis. Wer weiß, wer drauf kommt. So. Du weißt es auch so. Nicht. Du weißt nicht mal, welcher Tag heute ist. Ich weiß es echt nicht. Muss ich jetzt in den Baumstamm rein? Jetzt schon, nachdem ich kurz überlegt habe, warum gibt unser Set einen Hinweis? Ja. Jetzt kommt das große Baum in den Christbaumständer. Aber nichts verraten jetzt hier. Oh, platzieren. Jetzt haben Alter, ich habe auch nichts gesagt. Ich habe so gesagt. Das ist jedes Jahr, muss ich mal kurz erzählen, bei mir zu Hause die totale Katastrophe. Weil wer diese Art von Christbaumständer kennt hier, die funktioniert so. Christbaum rein, zweimal drauftreten, steht. Jetzt hat mein, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber mein Erzeuger, das aber noch nie verstanden. Das heißt, man steckt den Baum da rein, tritt drauf und dann geht der zu und der Baum steht und dann sagt er so, ja. Und jetzt schiebt da mal an, der ist nicht gerade. Und das bringt aber nichts, Herrschaftszeiten. So, könnt ihr mal gucken, ob der gerade ist? Ja. Er muss halt einmal gerade sein, ne? Ja, ja. Wir sind nach rechts, also nach links. Von mir aus jetzt rechts. Ist aber schief. So? Ja, so. Ihr zu Hause könnt das übrigens korrigieren, indem ihr euren Monitor einfach dreht. Dann ist das nämlich auch wieder. Ihr könnt auch live anrufen und sagen, ob der schief steht. So, wenn er ein bisschen schief steht, dann müssen wir ein bisschen. Jetzt ist er schief. Hat nicht geklappt. Nicht das läuft ja schon mal super. So, zweiter Versuch. Oh, ich hab eine Eisenbahn. Dauert das noch? Das dauert ja noch. Sollen wir derweil vielleicht mal hier für Ablenkung sorgen? Tada! Ich habe da schon was vorbereitet. So. Nein! Aber ich glaube, du musst Daniel ein bisschen helfen beim Baumschmücken, beziehungsweise ihm reichen, was er da hinschmücken soll. Ja. Der Junge kann das doch. Richtig, du hast rechts neben dir ist das ganze Sortiment. Gib mir mal bitte die kleine Lichterkette zuerst. Die kleine Lichterkette? Richtig. So. Oh nein, warum haben wir denn die? Wir haben die schon extra gekauft und dann haben wir die aber nicht vorher entwirrt. Soll ich die? Der Dienst hat extra zusammengebaut, dass die schon. Fummel die mal auseinander, bitte. Gut auseinandergeht, glaube ich. Aber so ein Baumschmücken ist doch traditionell der Punkt, an dem spätestens jetzt, wenn nicht schon nach Mittagessen, das Weihnachtsfest eskaliert, oder? Ja, ich finde, es ist schon eskaliert. Apropos, kann ich mal ein Glas Eierpunsch vielleicht haben? Oh, das ist das für Daniel. Wir vielleicht mal irgendwie kurz anstoßen oder so? Ja, das wäre doch. Ja, das sollten wir machen. Ist es sehr heiß? Ich warte mal, das ist. Das ist nicht so heiß. Ich habe extra gesagt, bitte grüßt du mir mein Glas vielleicht so. Sieht man dich jetzt überhaupt? Oder bist du wieder? Setz dich doch kurz zu uns. Warte, rutsch mal kurz mal jetzt zusammen. Ja. So. Ich wollte auch gerade rüberrutschen. Rutsch mal rüber. Rutsch. So. Weiter geht nicht. So. So. Ja, sollen wir als Einstimmung mal kurz trinken? Wo sind denn die Zuschauer? Sind die da? Wahnsinn. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten bei euch. Frohe Weihnachten an euch. Frohe Weihnachten. Auch an dich, Daniel. Selbst an dich. Es saß weit weg, das war jetzt so eine Distanz. So, jetzt verbrenne ich mir bestimmt die Zunge. Ich verbrenne mir immer bei sowas die Zunge. Das ist echt heiß, oder? Mm-mm. So macht ihr da mal euren Quatsch. Ist gar nicht so schlecht. Aber das schlägt mir gleich. Oh, das ist aber lecker. Krasser Eierpunsch. Ich hab noch nie Eierpunsch getrunken. Ist gut, ne? Das ist super. Da Martin gehört eigentlich mehr Ei rein, aber egal. Bei uns gab es heute schon Senfeier in der Kantine, das reicht. Wenn man die püriert, sehen die auch genauso aus. Die schmecken auch so. Wo die besser schmecken. Senfeier sind ziemlich geil. Das gibt schon echt auch leckeren Alkohol. Ich trinke aber nicht so viel Alkohol. Vielleicht sollte ich das ändern. Arbeitest du schon so lange in der Medienbranche, dass du es immer noch nicht verstanden hast. Lecker. Morgens um 11 eigentlich. Oh ja. So, ja, genau. Während Michi und Daniel hier so ein bisschen sich um die Weihnachtsdeko kümmern, haben wir hier im Hintergrund schon mal das nächste Spiel mit einer Weihnachtseisenbahn vorbereitet. Passt schon, recht schon. Wir beide oder was? Ja, du hast es gemacht, ohne es zu merken. Ich habe gar nichts gemacht. Aber vielleicht kannst du erkennen, was es ist. Das ist Borderlands. Borderlands, zwei. Genau. Borderlands 2 und der Weihnachts... Auch für Borderlands 2 gibt es einen Weihnachts-DLC. Boah. Der heißt irgendwas mit Marcus Saved irgendwas. Christmas. Ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet auf diese ganze Sendung. Marcus Saved irgendwas Christmas. Genau. Kostet auch nur 3 Euro. Und ich bin das drei irgendwie so eine Weihnachtszahl? Oder? Ja, zumindest die zwischen 2 und 4.
Und ich bin total überrascht. Also bei GameCube noch einer raus. Aber auf jeden Fall. Damit das Weihnachtsfest erst schön wird. Dieses Jahr gibt es wahnsinnig viele weihnachtsthematischen Spiele. Also es gibt dieses Jahr auch Weihnachten. Ja, aber das gab es in den Jahren zuvor nicht so sehr. Nicht bei mich Fritz zu Hause. Ich fand es schon echt erstaunlich, wie viel da jetzt irgendwie so an kleinen Dreingaben gekommen ist. Ich weiß nicht, was jetzt hier los ist. Ich starte mal einfach die Quest. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Also ich habe nur ein paar Screenshots gesehen mal. Und ich konnte das ja nicht ausprobieren vorher, weil die Quest-Reihe wäre ja dann weg. Müsste ich ja nochmal dahin spielen. Dann hättest du uns davon erzählen können. Das wäre viel schöner gewesen. Hätte ich das so mit Handpuppen nachgespielt. Ja, und dann kommt der. Stimmt, mit Handpuppen was nachspielen wäre schon geil. Oder generell mit Puppen was nachspielen. Oui. Die müssen sich dann immer küssen. Das ist das Wichtigste. Haben Sie gesehen, dass ich mit meinen Handpuppen gespielt habe? Ich habe nicht gesehen, dass Sie mit Ihren Handpuppen gespielt haben. Oh, schau mal an. Das ist ja nett. Gleich Winter. Winterwunderland. Ich habe nicht aufgepasst, was er da gesagt hat, aber er hat wahrscheinlich gesagt, da vorne sind Monster, schieße sie tot. Auch so, aber nett gemacht hier. Die Mission ist cool bleiben, das schaffst du. Der Zug ist abgefahren. Das war ein total cooles Let's Play. Haben wir das dieses Jahr gemacht oder war das letztes Jahr? Haben wir dieses Jahr gemacht? Nee, Moment. Da war ich sogar am Anfang auch noch dabei und da haben wir schon letztes Jahr im September mit angefangen. Ich habe mich aber dann vornehm verkrümelt in den Urlaub. Ja, ich glaube, wir haben das noch bis in dieses Jahr reingespielt, kann das sein? Wir haben fast 100 Folgen, 97 Folgen oder was von dem Ding gemacht? Genau. Bisheriges Rekord, Let's Play? Nee, wir haben es dieses Jahr dann getoppt mit Lego City. Und ich glaube, jetzt schon zu wissen, mit welchem Spiel wir es dann als nächstes toppen werden. Minesweeper. Genau. Ich habe heute übrigens Zombie-Solitär auf den Tisch bekommen, also falls du das haben willst, Michi. Okay. Die sehen jetzt hier aber noch nicht sonderlich weihnachtlich aus, diese Viecher. Das sind eher so Wintermonster. Die Feinde. Aber wo? Nee, das sind Yetis. Sind die nicht vom Aussterben bedroht? Ist das eigentlich dein Charakter, mit dem wir das Let's Play gemacht haben? Nee, das ist nicht mein Charakter. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, was da mit den Speicherständen nicht hingehauen hat. Das ist jetzt hier ein Charakter irgendwie auf Level 21 oder 22. Der ist irgendwo mittendrin. Der ist, glaube ich, gerade in dieser Mission, wo wir den komischen Vogel retten sollten. Aber ich glaube, das geht ja schief. Also so viel Weihnachten ist aber noch nicht, oder? Kann das sein? Naja, ist so ein bisschen Winter. Winter. Ist schon mal mehr als bei uns. Ui, guck mal da vorne. Hallo? So soll übrigens ein Weihnachtsbaum aussehen. Wir haben immerhin schon mal fast einen fertig geschmückten Baum. Nicht so ein Kuppel. Kuppelbaum. Au. Aber ich glaube, wir sind vom Level her, passten wir hier ganz gut rein. Also die lassen sich so halbwegs. Der hat mir auch mit Schneebällen. Das haben die das im Hauptspiel nicht auch schon gemacht? Was? Mit Schneebällen, wenn wir in so einem Schneegebiet waren, die dann nicht auch schon mit Schneebällen geschmissen? Ich glaube, was du uns hier als Weihnachts-DLC vormachen willst, hast du dir nur ausgedacht. Ich will ja nur, dass das hier Michi, wir bezahlen. Was? Gib mir mal bitte die große Lichterkette jetzt. Die große. Das South Park-Shooter. Ja, stimmt, der war auch mit Schneebällen. Gab es den nicht auf der N64 auch so? Der war super, ja. Ich weiß noch, da haben sich alle ganz doll drauf gefreut, weil man so dachte, oh, South Park, geiles Setting und es wird bestimmt ein cooles Spiel. Das war so ein Dreck. Gefreut. Klar. Ich war doch dieses Jahr auf der Comic-Con und war in dem Panel zu South Park Stick of Truth und da haben wir hier die beiden Macher, der Matt Stone und der Trey Parker, was erzählt. Und es wurde mehrfach nachgefragt, so, ob sie denn jetzt beim zweiten South Park Spiel alles besser machen wollen und die beiden haben halt geleugnet, dass es jemals eins gegeben hat. Das war schon ganz lustig. Auf LAN-Partys oder so konnte man das schon mal spielen. Dann konnte man auch Multiplayer sich damit Schneebällen werfen und so. War das nicht nur ein Multiplayer-Spiel? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Danke, Michi. Gut gemacht. Bin stolz auf dich. Hier, Rusty, entwirr das mal. Blöde ist jetzt. Da habe ich ja gar nicht mitgemacht bei dem Borderlands-Spiel. Ich weiß nicht genau, was wir machen. Ja, aber es war mal geplant, aber dann hat es irgendwie nicht hingehauen, ne? Ja. Ich glaube, du hattest nur keine Lust. Das ist ja eh. Ich glaube. DayZ war das Einzige, wo wir mal geschafft haben, zu viert zu spielen, oder? Nee, nicht mal, oder? Doch. Und FIFA. Waren wir da auch mal zu viert bei DayZ? Oder waren wir zu dritt? Da hat Daniel nicht mitgespielt. Da war aber hinterher so neidisch, als auf diese eine Super-Session, die Season 5, oder was war das? Die fünfte Staffel. Die war der blanke Wahnsinn, wa? Ich habe da aber einmal mitgespielt. Und dann habt ihr mich eiskalt im Regen stehen lassen, als ich von diesem komischen Typen da umgebracht wurde und ihr lieber in irgendeiner Hütte nach Blechdosen gesucht habt oder so. Schmück du bitte mal den Baum und red hier nicht rein. Ich bin ja dabei. Aber da können wir ja nächstes Jahr sicherlich das nachholen. Denn, der Standalone? Jetzt ist ja Standalone erschienen, aber noch nicht so richtig weit. Ich habe aber jetzt folgende schlimme Sachen gehört, weil das Coole an dieser fünften Staffel war ja, dass wir da mit dem Auto so rumgeskillt. Die Fahrzeuge kommen erst und wieder rein. Und es gibt rein. Noch kein... Was soll denn das? Was machen die denn den ganzen Tag? Geld verdienen. Könnten ein Zombie-Spiel machen, wie wär's mit Autos? Nee, lass die mal weg. Die sind doof. So, Moment, jetzt müssen wir... Ist das hier jetzt Weihnachtsdorf? Oh, ist hier.
Machst alles kaputt da hinten, Daniel. Psst. Komm mir voran. Also, du hattest die bestimmt schon entwirrt dahingelegt und ich habe sie jetzt wieder verwirrt. Ich will ja nur Zeit schinden. Oh, schau mal, was ist denn hier? Brauchen wir auch Ding. Die sind ja fies. Das sind mal richtig geile Schneemänner. Oh! Oh. Ah! Ich wollte ihm ausweichen. Es wird auch mehr Schneesturm hier. Genau wie in meinem Albtraum. So, fertig. Nee, okay. Ja, aber da muss doch mehr Lametta. Also letztes Jahr war mehr Lametta. Willst du da noch weiter entwirren oder sollen wir einfach das irgendwann anders machen und gebt dir noch andere Sachen? Eine Schere könnte helfen, dann könnte ich hier die ganzen Kabel durchschneiden. Wo ist sie denn? Nee, ich schaff das schon, aber. Ich habe aber gehört, dass dieses Jahr auch die Lametta-Ernte ganz schlecht war. Das ist so ein Engpass anscheinend. Ja? Das fing ja auch sein. Von welchen Tieren kommt die denn? Das wächst auf Bäumen. Ach so. Wird die auch von osteuropäischen Akademikern geerntet eigentlich? Was? Lametta? Wird das auch von osteuropäischen Akademikern geerntet? Nee, osteuropäische Akademiker arbeiten hier im Café oder als Babysitter. Aha. Wie sich das gehört. Hier so eine bei Martin zu Hause wird der traditionell immer Lametta aufgehängt. Ich habe gehört, dass Nordmantannen anscheinend schwierig sind, weil jeder kauft die und keiner weiß, dass, um die Samen zu kriegen für die Nordmantannen, dass da in Georgien Leute für draufgehen. Was? Ja. Zwangsläufig oder aus Versehen? Nee, aus Versehen. Weil es wohl sehr gefährlich ist, die irgendwie herzubekommen, aber frag mich nicht. Hä, aber wie soll das gehen? Weiß ich nicht. Er hat doch gesagt, frag ihn nicht. Mann, Christian, hör mal zu. Er will da nicht mehr drüber reden. Das ist ein schrecklicher Teil seiner Vergangenheit. Die halbe Familie beim Nordmantanne ernten kaputt gegangen. Kaputt gegangen. Wie sieht denn sowas aus? Hat man schon mal den Flickenfight. Wo hatten wir den denn? Hallo? Wo war das denn? Wir haben festgestellt, dass du doch nur aus Einzelteilen bestehst. Das war jemand anders, glaube ich. Der ist ein paar zusammengebaut noch. Das ist ein anderes Problem. Wir raten jetzt nicht wer. Nee. Also das ist ganz schön brutal ihn. Für Weihnachten, oder? Hier, das passt ja. Das, wo man ja sagen muss, auch. Das hat ja Tradition, irgendwie Weihnachten brutale Sachen zu zeigen. Sag mal, gibt es eigentlich die Geschenke? Immer voll fiese Sachen. Geschenke? Nervt hier langsam. Geschenke? Ich will jetzt auch Geschenke. Erst in der Baum. Das ist ja, das dauert hier noch ein bisschen. Soll ich dir helfen kommen? Nein, ich will jetzt aber echt Geschenke haben. Können wir nicht jetzt schon mal was aufmachen? Wir können... Gibt's eigentlich, wir können eigentlich eine Geschenkerunde machen. Gibt es eigentlich so eine feste Regel irgendwie? Wie ist denn das so? Ist das so familienkonsensmäßig? Oder gibt es eigentlich so eine... Wer zuerst am Baum ist. Also erst singen wir, dann gibt es Bescherung und dann machen wir es uns gemütlich. Und dann ist der Königin ihr Kind. Wie sich das gehört. Ich will jetzt Geschenke haben. Können wir jetzt nicht Geschenke verteilen? Ja, wie gesagt, wir können eine Geschenkerunde machen. Okay, dann machen wir doch hier mal. Ich bin offen das größte Geschenk für dich, Michi. Das weißt du. Ja, und nach Weihnachten geben wir dich zurück. Ich weiß gar nicht mehr. Wen denn? Wessen? Stimmt. Ich nehme ja keiner zurück. Das ist für dich? Nee, den Vietnam. Überhaupt nicht. Das ist für mich? Wie, das ist nicht für dich oder wie? Oder was stimmt nicht? Achso, mit dem Mädchen dich? Ich kann gerade nicht. Nehme ich nachher. Und das ist für dich. Das ist aber sehr schön individuell auch eingepackt. Warum hat der so ein schönes Geschenk mit dem Papier? Ja, ist vielleicht artig genug dieses Jahr. Guck mal hier so drauf. Bei mir steht Fritz. Ahoi. Das ist Seefahrer-Weihnachten. Also meine Neugierde bringt mich ja um. Aber meine Quotengeilheit befiehlt mir, dass wir das erst in der nächsten Folge aufmachen. Okay, dann machen wir hier einen harten Cut. Ja. Und sehen in der nächsten Folge, was in den Geschenken wohl drin ist. Bin sehr gespannt. Bis dann. Ciao. Ciao.